Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Solar Light und Luna Dark. Das ist die Arena, ich bin gerade hingefahren schon. Meint nicht dein Ernst, oder? Ach, du schon wieder? Bist immer hinter mir. Bist du gekommen, um gegen Elektra zu kämpfen? Ja. Pass auf, sei vorsichtig, wie auch immer, sie benutzt Elektro-Pokémon. Sie sind nicht schwach, du musst dein Eigenproblem mit der einen Hand anfassen. Hier ist ein Tipp, benutze Boden- oder Pflanzen-Pokémon. Flug-Pokémon, Wassertyp-Pokémon solltest du besser nicht benutzen. Viel Glück, Loser. Naja, ich erinnere mich daran, wer bis jetzt immer gewonnen hat, ne? Aber ja, ich benutze meinen Boden-Pokémon. Deswegen habe ich gerade gewechselt. Und ich habe also aktuell mal dem Golkit den EP-Teil gegeben. Oh, warte mal, oder sollte ich lieber... warte mal, ich gebe glaube ich lieber Golkit. Ich habe hier doch irgendwo... Oh, dauert das lange. Ich hätte doch irgendwo eine Dings, was... Da, Hearthstone, genau. Dann würde ich lieber... Bei Terras werde ich glaube ich eh nicht einsetzen, oder? Item Give. Gebe ich ihm nicht einen EP-Teiler erstmal. Damit er ein bisschen Erfahrungspunkte dazu bekommt, die Arena. Der Terras. Weil ich ja immer noch darauf abziele, alle Punkte zu entwickeln, ne? Okay, ich kann. Du musst gewinnen, um die Elektrofelder zu zerstören. Das ist gerade ein bisschen verstörend. Geil. Und erster Gegner und direkt erstmal ein Flug-Elektro-Pokémon. Und er benutzt Charge, natürlich. Special Defense Rose. Ist an sich eigentlich kein Ding, weil ich jetzt auch mit Finte. Okay. Also, okay. Okay. Funken werden fliegen. Okay. Basit. Pflanze Elektro? Sieht das ein bisschen aus? Mega Drain. Okay. Feuerfang, mal testen, wo Pflanze Elektro ist. Ja, Pflanze Elektro. Hamsing. Ich glaube, das kenne ich schon. Ich bin mir aber nicht. Ne, kenne ich noch nicht. Ich hätte gedacht Flug Elektro, aber ich wollte es trotzdem testen. Okay, seine Initiative steigt. Dann ist er jetzt vor mir dran wahrscheinlich, ja. Plack. Oh, ich one-shotte den trotzdem. Ja gut, ich bin auch noch in der Level höher, ne? Okay. Time to shine. It's time to shine. Hey, time to shine. Okay, noch ein Hamsing. Die sollen wir direkt Feuer fangen. Fast Level 29. Groovy. Der Hippie. Ja, geil. Sappi. Ja, du hast nicht so viel zu melden bei mir gerade, Sappi. Tut mir leid. Eigentlich nicht unbedingt, aber nur ein bisschen. Und 29. Und 22. Snazap. Ja, mit dem Gift-Doppel, also Gift-Elektro-Typ. Vielfach Schwäche. Das wird böse.
Okay, ich dachte, das ist Gimli da, aber ist auch nicht, ne? Wenn du mich besiegst, dann ist die Arena da, also. Wie hieß sie? Ich hab den Namen vergessen. Ist dann da. Ja. Ich muss aber sagen, mit den anderen Pokémon bin ich eigentlich ganz gut vom Level. Wenn die hier alle Level 20 sind, bin ich eigentlich so mit dem Level voll da, so, ne? Ja, ich muss doch mal kurz heilen gehen. Ich gehe mal kurz heilen und dann geht's weiter. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Holen wir uns den dritten Orden. Hey, ich bin Elektra. Ich bin die Arenaleiterin von der Raspold Arena. Diese Arena wurde designt und benutzt als Disco, weil ich liebe es zu tanzen. Ich liebe die Musik und fühle die Musik in mir, sowie die Elektrizität. Darum liebe ich auch Elektro-Pokémon-Typen. Elektro-Pokémon so. Sind starke Angreifer und sind sehr, sehr schnell. Okay, lass uns kämpfen und gucken, wer der Bessere ist. Okay, Puryo safe. Ich würde dann Venup als zweiten. Terras als dritten, damit der die Erfahrungspunkte bekommt. Weil ich glaube, sonst kriegt er nämlich, glaube ich, nicht. Aber, im Normalfall müsste Puryo das, regeln. Okay, wir sind Two-Shot auf jeden Fall. Und Charge springt dir jetzt eigentlich nicht so viel mehr. Weil wir jetzt damit angreifen müssen mit der Attacke. Weil du dann... Oh, eine Super Potion. Okay, dann... Ja, aber jetzt... Ist okay. Brauche ich halt ein AP mehr. Und wo schön ist ein Trank? Ein Rush-Shot. Sagt mir gerade... Oh... Ist das die weiter wie von Zappi? Sieht eh so echt so aus, ne? Also wenn, das ist halt nur Elektro. Aber sieht halt schon cool aus. Oh, Normal-Gem, okay. Oh. Und der überlebt die Attacke sogar. Krass. Mach ich direkt normal. Krass, macht da viel Schaden, ne? Aber sieht echt aus wie die weiter wie von Zappi. Echo Bass. Pflanze? Ja. Wie von Wetten davon schon diesen Einkampf. Sieht aus wie die Weiterentwicklung davon. Level 23, krass. Und er Level 30, ist auch krass. Wow, das war elektrisierend. Ein elektrisierender Kampf. Ich liebe es. Ich kann sehen, du und dein Pokémon habt seit in einem Super Rhythmus. Ihr habt gewonnen. Wir haben den Lightning Bash. Ah, oh, das war ein wundertoller Lightning Strike, okay. Arena-Orden. Sitek ist jetzt. Wo ist das Strike of Electricity? Er trifft einen Gegner mit einem Strike von Elektrizität. Er macht Schaden und hat eine Chance zu verwirren. Ah! Das ist ja direkt was für unser Team, ne? Terras. 75. Okay, kann ich Parabolik-Charge nutzen für, wenn ich mich aufheilen möchte? Wenn ich einfach nur Schaden machen möchte? Dann kommt Lightning Strike. Oh, Terras wird richtig krass gerade. Voll. Nein, ich wollte Item geben. Du kriegst den Magnet wieder. Dann müssen wir das mal wieder tauschen hier. Vor allem hier müssen wir einmal kurz so. Dann würde ich angelisch einmal kurz den Epitaler geben. Für die nächsten Kämpfe. Dass der mal ein bisschen trainiert wird. Ja, und dann haben wir den dritten Orden uns gekrallt hier, ne? Also. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir auf die Route nach rechts weiter, ne? Das Pokémon Center aufheilen.
Ein bisschen HP habe ich ja verloren. Und dann geht's nach rechts. Zur nächsten Route. Können wir gucken, ob wir da noch ein paar Pokémon fangen können. Müsste eigentlich... Warte mal, ich laufe da nicht hin. Oh, eins weiter nach rechts. East City Exit. Taxis finde ich sehr cool, wenn ich ehrlich bin. Taxen, nicht Taxis. Ich hab, bin fertig mit dem Putzen. Ja, okay. Jetzt kannst du rüber, durch, vorbei, wie auch immer. Okay, das wollte ich hören. Oh, und hier gibt es neue Pokémon. Hier gibt es neue Pokémon, die wir fangen können. Oh, ein Paracow. Vielleicht war der falsche. Okay, ist direkt paralysiert, das ist sehr gut. Ich mach mal einen Fairy Wind. Okay, und ein Gas müsste eigentlich noch aushalten, oder? Ja, sehr schön. Und es schwirrt. Alter. Paralyse, Alter. Wie OP das ist. Ein Pokéball. Natürlich fangen wir das Paracow, natürlich. Ich glaube, wir machen das wieder so wie beim letzten Mal dann auch immer. Ich mache jetzt wieder einen kurzen Cut. Ich fange jetzt an, hier ein paar Pokémon zu fangen. Normal Flug, ja okay, war abzusehen eigentlich. Ich gucke, was es hier alles so gibt. Werde Pokémon fangen, werde gucken, was hier so haben und mache dann gleich weiter. Dann bis gleich. Uff. Da bin ich wieder. Kleine Planänderung. Ich wollte eigentlich die Route weitergehen. ich bin es schon gesehen. Aber mir ist aufgefallen, also eigentlich zufällig, ich wollte gucken, was für Pokémon es auf der Route gibt. Ne, weil ich angefangen bin zu fangen. Und dann ist mir aufgefallen, dass es diverse Pokémon noch gibt, die ich auch vorher nicht gefangen habe. Die auch diversen Routen auch noch nicht und so. Und in Serpentine City war es, glaube ich, da gibt es doch diesen Typen mit 6 Passwörtern, die man da eingeben kann. Habe ich dann, weil ich mir dachte, wenn ich eh da gerade bin, mal guckt, was man da eingeben kann, durch Passwörter eingeben und dementsprechend 6 Pokémon bekommen, 6 Shiny Pokémon. Das erste ist halt ein Shiny Doveheart. Ich würde einfach, ich mache so, wie ich es gerade zeige, kurz. Sieht an sich ganz cool aus, muss man so sagen. Ein Shiny Bugs. Ein Käferfeuer-Pokémon. Was ich persönlich sehr schade oder komisch finde, ist halt ein kleiner Käfer nur und der entwickelt sich nicht mehr. Deswegen ist halt in dieser Box mit drin. Entwickelt sich ja nicht mehr. Hätte ich eigentlich nicht erwartet. Aber ja. Dementsprechend, weil es halt viele Pokémon neue Pokémon gab, habe ich das Team geändert. Wir haben jetzt. Puyo ist klar. Venup bleibt drin. Ich habe geguckt. Ich glaube, der entwickelt sich Level 30 oder so. Dann haben wir Cyril mit drin. Das ist ja das Punkt, was wir getauscht hatten. Entwickelt sich Level, ich glaube, 34 oder sowas war das, glaube ich. Also relativ spät und dann nach mit einem Entwicklungsstein. Dann das dritte Pokémon durch so eine, durch so ein Passwort. Ein Picklet. Ein an sich sehr cooles Wassereis-Pokémon. Das Einzige, was mich dabei echt stört, dass es sich ausschließlich durch einen Wasserstein entwickelt. Finde ich ein bisschen schade, aber eigentlich schon ein relativ starkes Pokémon. Und vor allem Wassereis, was mich sehr daran reizt. Da haben wir jetzt aktuell wieder Snazap drin. Weil ich ja hier Geistflug habe und dann Flug Elektro mit unserem anderen wäre ein bisschen doof gewesen. Und ich habe ein neues Pokémon gefangen, ein Dynamite. Aktuell noch ein nur Kampf. Entwickelt sich erst echt spät. 46, irgendwie sowas war es, glaube ich. Wird dann zu einem Kampf-Drachen-Pokémon. Das hat mich sehr gereizt, die Typen-Kombi, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen das Team jetzt einfach so aufgebaut. Genau, dementsprechend ist dann natürlich dann auch der Goldkit raus.
die Pixui ist raus und der Terraz, der mir persönlich am meisten dabei leid tut, ist ja raus, wenn ich ehrlich bin. Aber so an sich mit den Pokémon passt es, glaube ich, schon ganz gut. Finde ich persönlich. Auf der Route direkt nebenan habe ich gefangen das Paracor, ein Bifan, ein Basit. Da habe ich echt überlegt, ob ich die mitnehme. Und ich habe ja mal gesagt, ich möchte gerne Pflanze-Elektro-Pokémon haben. Das Problem ist, der kriegt nicht so krasse Attacken und auch die Entwicklungen werden halt eigentlich nicht so heftig. Habe ich ja gesagt, gut. Werde ich halt lieber so machen, wie ich es aktuell habe. Ja, gefällt mir dann doch besser. ein Pupol gefangen, habe ich da auch. Ist aber ein Wasser-Pokémon, bleibt auch ein Wasser-Pokémon. Deswegen hat er halt auch nichts für mich in meinem Team zu suchen mehr. Dann. Na, guck mal, so ein süßes Rudolf. Was ist? War halt beim. Auch als eins der Pokémon mit Passwort. Ist leider nachher auch nur ein normaler Eis-Pokémon. Wäre halt, wenn dann, wenn man irgendwie ein anderes Wasser-Pokémon bekommt. Ne, irgendwie. Muss ich auf Dauer gucken, wie man es damit macht. Ja, keine Ahnung. Aber aktuell ist der halt nichts im Team zu gebrauchen. Bannick. Genauso auch ein Passwort-Pokémon. Und auch Girafire. An sich sehr cooles Pokémon, finde ich persönlich. Aber halt auch ein Feuer-Pokémon, ne? Und das letzte Pokémon, was noch da war, ein Hollerweed. Wo ich halt echt überlegt habe, ob ich die mit reinnehme, wenn ich ehrlich bin. Ne, Geistkäfer. Ah. Könnte bestimmt schon ganz cool werden. Aber dann würde mir halt wieder das, was mich halt hierzu, zu diesem Kombi, sonst würde ich ja so machen können. Ich würde ihn reinnehmen können und mein Terraz. Die Kombi hier aufgrund der fehlenden Pokémon. Weil ich habe so sonst kein Pokémon gegen Feen-Pokémon. Ja, und auch wenn er sich entwickelt, Drache-Pokémon ist aber noch eine Schwäche bei Fee. Er hat eine Schwäche bei Fee. Und ich brauche das Gift für die Feen-Pokémon. Gut, da habe ich natürlich Angelisch weggelegt. Ein Glowik habe ich gefangen. Das war noch irgendwo auf einer Route vorher. Ein Uggling. Das Lustige ist ja, ich habe ja ganz, ganz früh, in einer der ersten, relativ frühen Folge schon gesagt, dass es sehr schade ist, dass wir kein Wasser-Pokémon bekommen konnten. Ich glaube, Route 2 war das, oder so, wo ich ihn gefangen habe. Ja, GG, ne? GG. Habe ich halt ein bisschen Pech gehabt, dass er nicht gekommen ist. Gut, das Stutox habe ich kurz so überlegt, wenn ich ein bisschen gewechselt hatte und so. Wir haben in der Haunted Mansion, da wo wir die Diebe gefangen haben, auch bei Serpentine City war es, glaube ich. Da waren wir gar nicht mehr drin. Da gab es zwei Geister-Pokémon. Einmal, also hier, Napkit und Screech. Bisschen schade, dass die sich halt, also die entwickeln sich, aber halt nur zu weiteren Geist-Pokémon. Also bleiben halt Monotyp. Dementsprechend, ja, ne? Das nächste Pokémon? Achso. Per Kopfschuss konnte man hier das Flork bekommen. Feuerflug. Und ich habe davon zwei gefangen. Und eins habe ich halt getauscht gegen das Toxidon. Das sieht an sich sehr cool aus. Auch Gift, aber halt Gift Boden. Und Boden. Nein. Brauche ich nicht. Und Aquat. Den hatte ich halt auch erst drin. Bevor ich das die Pokémon so oder wie ich die jetzt habe. Oh. Ne, da war halt im Prinzip für die beiden sozusagen, war hier noch ein anderer. Ich war da dann. Pixel war da, glaube ich, drin dann, glaube ich. Ich glaube schon. Ja, dementsprechend hat sich da schon sehr viel jetzt verändert. Wir haben viele andere neue Pokémon. Oh, einer ist schon weiter. Ja. Ich habe dementsprechend, wie man schon sieht, die Pokémon auch alle so weit passend, grob passend trainiert. Also 18 bis 20, also im Prinzip 18 bis 20, wenn man so möchte. Weil Venom war ja vorher schon dabei. Die anderen habe ich ja alle, im Prinzip alle neu. Ja, Venom und ja und Puryo brauchen wir ja nicht drüber sprechen eigentlich. Ich habe ein
Lucky Egg bekommen. Vielleicht nur kurz, was er aktuell der Dynamite hält. Dadurch bekommt Dynamite mehr Erfahrungspunkte. Ich persönlich finde ihn aktuell noch relativ schwach. Ich hoffe, dass ich das nicht immer bereuen werde mit dem Dynamite. Also hier so weiter, weil da nichts rauskommt. Ich habe hier schon gesehen, es gibt einen Doppelkampf. Nehme ich mal kurz die Route hochgelaufen bin, was da so kommt noch. Aber das wollte ich halt auf jeden Fall in der Folge machen. Foxy war doch ein Fee-Pokémon, ne? Guck, und da wieder mit Snuzzup. Das ist das, was ich meinte. Und Pupol ist halt nur ein Wasser-Pokémon. Ach genau, und hier, er hat hier Thunderfang und Poisonfang gelernt, was halt beides schon geile Moves sind, ne? Ich freue mich sehr, wenn sich die Pokémon, die ich jetzt aktuell dabei habe, die sich entwickeln. Ja. Ach, das war so dumm. Das ist ja natürlich. Es fehlt effektiv im Kampf. Ich hätte wechseln müssen. Oh, das war jetzt echt nicht so schlau von mir, ne? Okay. Okay. Ich wechsle dann mal. Der wird eine bestimmt eine Geisterattacke machen, ne? Wie gerade schon Lick. Vielleicht nochmal. Und machen wir nochmal Poison Fang, damit er mit Foxy schon mal weg ist. Dann ist er 2 gegen 1. Really? Gut, dass ich gewechselt habe. Ich habe erst wirklich so, der kann noch drin bleiben, ne? Weil Foxy ist ja vorher weg. Gut, dass ich gewechselt habe. Snuzz auf Level 20, nice. Wenn ab Level 23. Razor Leaf. Oh, Rasierblatt. Okay, ja, 10 Schaden macht mehr als bei Vine Whip, ne? Vine Whip, also Rackenhieb. Macht zwar ein bisschen weniger Genauigkeit. Ein ganz bisschen. Ach, das trifft beide dann, ne? Ich glaube, so war das, ja. Ich glaube schon. Wow. Killt das Thunderfang echt nicht? Wow. Krass. Okay, fällt auf Level, ne? So krass. Über den sind wir aktuell auch nicht mehr, ne? Take my money, nimm mein Geld. hier gibt es aktuell keine wilden Pokémon, die ich noch nicht habe. Deswegen gehe ich einfach noch vorbei. Also habe ich auch den Repair benutzt. Okay, ein Liebesball. Und ein Max Aether. Einmal kurz hier weitergehen. Also gut, habe ich halt auch noch nicht geguckt. Okay, du willst bestimmt kämpfen. Wir müssen uns, glaube ich, echt mal ein paar Repels kaufen. Okay, ich hätte vorher wechseln sollen. Wir gehen mal mit Pinglet rein. Der kann Eis attacken. Da und Shiny. Also ich war ja nie so der, oh, der irgendwie Shiny-Pokémon haben musste, aber wenn man die jetzt hat. Na, das Problem ist nur, die Pokémon mit allen ins Team mit reinnehmen, bringt halt auch nicht viel. Wir haben ja auch viele gleiche Typen dabei und so. Noch ein Paracord, dann kann ich drin bleiben. Kann ich ihn direkt. Der ist schneller wie ich. Oh. Oh, minus 6. Oh oh. Natürlich 4 times, natürlich. Dann Snezep. Boah, ich habe echt ein bisschen Angst gehabt, ich bin zu hoch gelevelt mittlerweile. Wir sind aber auch nur Level 18, ne? Goddammit. Okay, das war hier. Ah, okay. Ich verstehe.
Los, Hamster! Da wird jetzt noch einer ein. Wir kämpfen gegen einer. Stör uns nicht. Okay, ich störe euch nicht. Riechst du dieses wundervolle Aroma in der Luft? Ein Basit, okay. Gucken, was hat Dynamite gleich auch auf 20 bekommen? Das könnte sogar jetzt schon passieren, eigentlich. Meiner Meinung nach schon. Na, ja, Firefang ist halt sehr effektiv, ne? Da, 20, nice. Endure, was war das nochmal? Ah, okay, dass ich natürlich mit einem Tag einer AP überlebe, aber. Ein KP überlebe, aber. Das. Brauche ich nicht. Spony war doch das Pflanze Pferd, ne? Ja. Ja. Oh, fast auf 31. Ich hab nicht gesehen, was kommt, wenn ich ehrlich bin. Ein Woodbeak. Kennen wir auch noch nicht. Aber ich gehe von Pflanze aus. Weil vor allem hat er das andere Pokémon eher eingesetzt, eher als das hier. Dann wird das wahrscheinlich nicht so gut gegen Poyo sein. Okay. Die Green Apricorns. Lass mal gucken, dass wir irgendwann auch mal da Bälle rausmachen, ne? Mm. Ich denke fast davon aus, dass die Folge aktuell so ein bisschen. Die müsste jetzt so knapp, ich sag mal wahrscheinlich so. Ja, geht durch eine halbe Stunde. Vielleicht mache ich. Nein. Vielleicht mache ich heute mal einfach mal ein bisschen länger. Weil ich euch ja noch ein bisschen was zeigen möchte noch. Und ich war jetzt halt viel auch reden und in der Box gucken und so. Aber ich möchte jetzt ja nochmal gucken, die Route durchqueren. Vielleicht bis zur nächsten Stadt. Mal gucken, wie lange das dauert. Das Hamster ist halt echt gemein, weil das kann Rollout, also Walzer. Ja, das hätte ich jetzt Surreal am liebsten eingesetzt, aber das, wenn der Walzer einsetzt, habe ich echt Problem, ne? Ja, bei Hyperfang wäre es natürlich besser gewesen. Klar, ein Crit. Dafür one-shot ich ihn, aber auf jeden Fall Safe Call. Ein Paracorn. Dann geht Snezap rein. Und ja. Ich weiß, ich ändere mein Team sehr oft. Aber es sind aber so viele krass geile Pokémon bei dem Hack dabei. Also es ist unglaublich. Das macht so einen Spaß, ne? Das Spiel macht so einen Spaß. Die Cycling Path? Okay, wenn ich nach rechts laufe. Okay, der wächst dann wieder neu. Oh. Ja, ist okay. Ah ne, nach rechts. Achso, da war das ja, okay. Nee. Ich würde jetzt mal gucken, dass ich mal schnell einmal zurückkomme. Ja, weil ich eigentlich Pokémon aufheilen möchte. Eben zum Supermarkt was kaufen. Das muss eigentlich nochmal eben kurz sein. Pokémon Center. Das wäre halt schon sinnig. Und dann gehen wir zum Cycling Pass. Der einzige Fall ist ja, die ich ja da habe. Was gibt's da für Pokémon? Wow, das gab gerade, glaube ich, einen kurzen Lag, wie es aussah. Nein. Ein zu früh. Ich wollte gerade Enter drücken, hab dann gemerkt, so, warte. Es gibt schon eine Ultrabälle.
Warte mal, ich kaufe mir 20 Great Balls insgesamt. Immer schön einzeln machen. Dann gibt es halt immer noch mal schönen Imperial Ball dazu umsonst, ne? Das heißt 17 für. Also 11 für 10, so, ne? Und ich würde gerne ein paar Repel. Was ist das? Das wäre dafür 700, ne? Also immer lieber die. 10 Stück? Ja, komm. Damn, da, damn. So, machen wir jetzt direkt wieder einen Rep. Lass mich vorbei. Dass die Tüte immer noch steht, ne? Das ist so total. Oh, will ich jetzt einen Repel. Warte mal. Schaffe ich das? Schaffe ich das mit. Oh, ich sollte besser Dings einsetzen, ne? Weil mit Dynamite oder Dynamite flüchten wahrscheinlich schwer. Warte mal kurz, generell einmal so wechseln. Aber ihn noch vorne, dann kann ich halt immer direkt wechseln. Was war da? Warte, was war da denn? Okay. Warte mal kurz. Das ist irgendwie das. Oh. Was? Puyo shoot on your. Ja. Ne, shoot. Heißt nicht Licht. Hat auch meine Füße gepinkelt? Okay, das ist doch nicht so. No. Das ist dann doch eher so. Uff. Warum tust du das, Puyo? Warum tust du das? Ich verstehe dich nicht, Puyo. Warum nur? Der Cycling Path. Ich würde mal reingehen. Oh. Oh nein. Ihm war das klar, oder? Hallo Shaki, bist du auf dem Weg nach Pruschusstadt? Ja, bin ich. Na, wie viele Punkte hast du bisher gefangen? Kann ich sehen? Bitte. Ein Kampf, komm schon. Ja, lass uns loslegen. Okay, Rodney. Ich bin sehr froh, dass ich gerade eben die Punkte geheilt habe. Ich wollte es erst nicht machen. Das ist jetzt dafür nicht so gut, ne? Der warum habe ich die Nummer nicht als Lucky Egg weggenommen? Das war jetzt auch nicht so schlau von mir. Es war klar, dass so ein Elektro-Attack kommt. Firefang? Müsste den One-Shotten, oder? Bei dem Levelunterschied. Salanib. Was ist ein. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wegen dem Lucky Egg. Oh, es ist ein Wasser-Pokémon. Das ist. Warte mal, ich will mal kurz. Ich habe ja hier Detect drauf. Das heißt, er kann mich einmal nicht angreifen. Nicht angreifen. Was macht der? Bubble Beam. Okay. Wenn der Bubble Beam macht, was kann ich da gut gegen machen? Geistflug. Ja, Gift Elektro. Denn der wird doch Wassergift oder so, glaube ich, ne? Dann ist er am sinnvollsten hier, ne? Ja. Oh, wie oft denn noch? Ja, Snazap. Snazap. Oh Gott! Bitte paralysiere ihn wenigstens. Verwirr ihn. Ein Pound. Okay, Salanib. Okay, damit ist der EP-Teiler auch weg jetzt, ne?
Goddammit. Ich mach Dark Matter, es ist halt ein Safe-Treffer, Safe-Hit. Genau, das meine ich mit Giftattacken und so. Oh. Die Nummer Level 21, nice. Ein Moonkey. Da bleib ich drin. Das ist ein Psycho-Pokémon. Machen wir wieder Dark Matter, das trifft halt safe. Ein Light Burst. Eine Feenattacke? Komm schon, one-shotted den. Dammit! Okay, damit ist Venup auch besiegt. Okay, ich wollte sagen, es trifft vielleicht doch nicht oder so. Das wäre lustig gewesen. Psycho-Pokémon, machen wir hier Geist, ne? Los, Cyril. Den Ominous Wind. Oh, Cyril ist sehr schnell. Ich hab so gar nicht so krass auf die Werte geguckt, überall, wo die also stehen. Batschirp. Das war doch das. Ja, ne, Flug. Dann kommt Pinglet. Eis gegen Flug. Die Schwäche nutzen. Aurora Beam? Der One-Shot ihn auf keinen Fall, ne. Ne, 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 das war. Wing Attack. Okay. Da haben wir ihn jetzt endlich mal besiegt. Beim letzten Kampf war das, ich erinnere mich noch dran, sehr, sehr knapp. Level 20, nice. Oh, sehr gut, Chucky. Das war sehr intensiv. Aber beim nächsten Mal werde ich gewinnen. Jetzt heile ich deine Pokémon. Na, ich finde die Rivalen hier sehr cool, weil die alle so, so helfen die ganze Zeit und so. Ich gehe jetzt nach Rushus Stadt und werde mehr Erfahrung sammeln. I catch you around. Ich werde dich da in der Umgebung sehen. Ja, tschüdelü, ne? So, und genau das mache ich jetzt auch. Heute eine bisschen längere Folge. Aber aus den gegebenen Anlässen und so. Ich hoffe, das war okay so. Ist okay so. Ja, ich bedanke mich fürs Einschalten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.